Sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, in den vergangenen zwei Wochen seit unserer letzten Sendung ist einiges in der Schweizer Gastronomie-Szene passiert. Wir haben ein paar Rosinen für Sie rausgepickt und genauer hergeschaut. Da kommt unsere Themenübersicht. Star-Aufgebot. Mit 60 Michelin-Sternen feiert der Anlass San Pellegrino Sapori Ticino sein 10-jähriges Bestehen. Expertentalk. Andreas Krumes unterhält sich mit den kreativen Köpfen, die hinter dem neuen Projekt Healthy Diner stehen. Parkhausbetrieb. Das Healthy Diner will an ungewohnter Location inmitten viel Betons durchstarten. Der erste Beitrag in der heutigen Sendung berichtet über einen Anlass, der in einem Umfeld stattgefunden hat, wo ein Luxus kaum zu überbieten ist. Die Rede ist vom Parkhotel in Fitznau. Dort haben sich die geladenen Gäste von 5 renommierten Spitzenköchen verwöhnen lassen. Und zwar am Auftakt-Event von 10 Jahren San Pellegrino Sapori Ticino. Ein Gourmet-Festival, das in der Sonnenstube der Schweiz von Mai bis Mitte Juni stattfinden wird. Hier würde man sich am liebsten für immer niederlassen. Die Anlage und die Aussicht des Parkhotels am Vierwaldstätter See besticht mit seiner Schönheit. Wer an diesem Ort zu einem Gala-Dinner einlädt, ja, der hat Vorzügliches vor. In Tat und Wahrheit. Das Gourmet-Festival San Pellegrino Sapori Ticino ist Kochkunst der Spitzenklasse. Und das seit 10 Jahren. 10 Jahre, aber ich habe nicht gewusst in 10 Jahren. War so schnell, also ich habe so viele Freunde in diese letzten 10 Jahre gefunden und so ist für mich perfekt. Das ist etwas sehr schön, in Vitznau zu kommen, in so ein Traumhotel, also ist ein großes Fest. Ein festlicher Auftakt unter Freunden, man kennt sich. Das Gourmet-Festival auf der anderen Seite des Gotthards hat sich zu einem wichtigen Aushängeschild entwickelt. Nicht nur die Tessiner Gastronomiebranche profitiert seit 10 Jahren von dieser Fusion. Die Zusammenarbeit mit San Pellegrino Sapori Ticino ist für uns eine wertvolle Arbeit, weil wir durch einen starken Brand natürlich das Tessin können, positionieren als Gourmet-Destination. Muss man denn heute immer noch das Tessin als Destination, als Gourmet-Destination etablieren oder ist das nicht schon lange geschehen? Also Gastronomie ist ein wichtiges Thema. Es gibt natürlich nicht nur die Sterne-Gastronomie im Tessin, sondern es gibt ganz viele Grotten, die auch sehr geschätzt werden. Ich glaube, es ist wichtig, dass man einen Fächer aufzeigen kann an gastronomischem Angebot, das wir im Tessin haben. Es ist sehr vielfältig und das wollen wir unter anderem mit diesem Anlass auch zeigen. Während des Festivals wird das Gourmet-Angebot im Tessin für 2 Monate um 60 Michelin-Sterne reicher. Mit 5 Michelin-Sternen gibt es am Gala-Dinner einen kleinen Vorgeschmack. Von wegen, viele Köche verderben den Brei. Die Chefs ausgewählter Tessiner Gastrobetriebe erlauben einen kleinen Einblick, was die Gäste am Gourmet-Festival erwarten dürfen. Zu den ausgewählten Betrieben zu gehören, ist eine große Ehre. Ja, wahnsinnig Spaß, dass das Tentazioni Cavigliano ein Teil davon kann sein. Es ist eine schöne Geschichte mit 3 Sternköchen, die ins Tessin kommen, kochen. Und eben mehr Tessiner Köche, die in die Deutschschweiz gehen, in die Westschweiz gehen, ein bisschen Tessin repräsentieren. Und das finde ich eine tolle Sache. Haben Sie denn zu wenig gute Köche im Tessin? Nein, überhaupt nicht. Aber es macht Freude natürlich, wenn die halbe Welt ins Tessin schaut. Und das ist das, was Tessin braucht, dringend. Ein bisschen internationale Power. Und mit Sapori Ticino haben wir das im Tessin. Ja. Nein, ich glaube, dass es eher am Puls der Zeit ist, um auch das internationale Netzwerk zu nutzen. Ich glaube, im Tessin gibt es wirklich sehr, sehr viele gute Restaurants, sehr, sehr viele gute Köche.
Aber trotzdem finde ich es auch wichtig, andere Charaktere, andere bekannte Köche, die einen anderen Stil haben, was anderes kochen, ins Tessin zu holen, um auch ja, auf der einen Seite sich selber auch ein bisschen oder selber auch ein bisschen was Neues zu sehen und auf der anderen Seite auch den Gästen was Neues zu bieten. Warum, glauben Sie, braucht Tessin so ein Event? Das Tessin braucht auf jeden Fall, weil Tessin ist von der Restauration auch für die Gastronomie. Es ist eine gute Gastronomie, die Niveau ist sehr hoch. Und normalerweise die Leute denken, sie kennen nicht so ganz viel, was als die Möglichkeiten von Tessin. Die Restaurationsdichte ist im Kanton Tessin so hoch wie in keinem Schweizer Kanton. Auf 120 Einwohner kommt eine Gaststätte. Im Schweizer Durchschnitt sind es 350. Mit dem Gourmet-Festival wird das Angebot in der Sonnenstube der Schweiz noch ein wenig reicher. An der rund 20 Anlässe werden nicht weniger als 3.500 Gäste erwartet. Es sei schon recht gut gebucht. Weitere Informationen zum Tessiner Gusto Festival finden Sie unter www.saporiticino.ch. Und gerade neues weiteres Food Festival ist in der Planung, nämlich Food Zürich. Eine Vereinigung, die das kulinarische Angebot der Limmatstadt in einem Festival zusammenfassen möchte. Ein ambitioniertes Ziel, muss man ehrlich sagen. Es wird eine sehr, sehr vielfältige Sache geben. Also wir haben eine Ausschreibung gemacht, wir haben Gastronomen angeschrieben, wir haben bestehende Festivals angeschrieben. Und dort wird während den 11 Tagen werden 80 verschiedene Events in der Stadt verteilt, werden die stattfinden. Das sind nicht mehr der Veranstalter, das sind alles eigene Veranstalter. Wir sind einfach da, um das Ganze zu bündeln. Wir machen das Festivalprogramm aus, mit uns kommunizieren, wir schauen, dass es einen Vertrieb gibt und dass die Leute wissen, dass es stattfindet. Unterstützt und ermöglicht wird Food Zürich, wo im September stattfinden wird, von Zürich Tourismus. Wir werden Sie weiterhin auf dem Laufenden behalten. Schon viel erreicht haben die beiden Herren, der Leopold Weinberg und der Adrian Hagebach. In weit über 20 Gastrobetrieben haben sie ihre Finger mit im Spiel. Ihre Spezialität? Sie suchen die richtige Location für ein Konzept oder das richtige Konzept für eine Location. Die Wahl ist definitiv ein Thema für alle Gastronomen. Darum trifft der Chef von Besto Swiss Gastro, uns Andreas Krummes, die beiden an der Eröffnung von ihrem neuesten Betrieb zum Expertentalk. Adrian Leopold, schön, dass wir heute bei euch im neuen Hefti Diner sein dürfen. Ihr bietet Gastronomiekonzepte für Location oder Location für Gastronomiekonzepte. Wie kommt man auf so eine Idee? Du hast. Eben, also wir haben ursprünglich angefangen eigentlich mit der Hälfte. Da war eine Liegenschaft vorhanden gewesen und wir haben die entwickelt, weiterentwickelt zum Boutique-Hotel und haben eigentlich sehr viel Spass angefangen bekommen. Wir haben auch den Background nicht in der Gastronomie, sondern es ist immer mit Partnern, die wir zusammenarbeiten, die bei uns arbeiten. Der Adrian ist Jurist und hat den ganzen Business-Teil vor allem und hat immer das letzte Wort. Ich bin Architekt und habe dort eher das letzte Wort. Und so haben wir eigentlich nach und nach neue Projekte dürfen machen und einen grossen Spass bekommen. Also kennt ihr die richtigen Location für die richtigen Konzepte? Was würdet ihr Gastronomen für einen Tipp geben, wenn er mit dem Konzept auf der Suche ist nach einer Location? Also ganz wichtig ist, dass die Location zum Konzept passt. Also es geht nicht jedes Konzept irgendwo rein. Das heisst, Liegenschaft, der Ort muss einige Voraussetzungen mitbringen, damit ein reibungsloser Ablauf möglich ist. Hat viel mit Architektur, mit Infrastruktur, mit Abläufen zu tun. Es ist sicher nicht so, dass alles überall hingeht und nicht jede auf den ersten Blick gute Location eignet sich nachher auch für irgendein tolles Konzept. Das muss man sicher sehr genau anschauen. Jetzt habt ihr eine Location, die wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach ist. Wie seid ihr darauf gekommen, hier drin in Hefti anzubieten? Also man muss so sagen, dass das Diner-Konzept kommt ursprünglich aus den USA, von Dining Wagons, ausrangierte Bahnwaggons, die eigentlich hauptsächlich an Autobahnraststätten zum Einsatz gekommen sind. Autobahnraststätten, Bahnwaggons, Parkhaus, alles in der Bewegung. Von dem her, unser Konzept hat unserer Ansicht nach sehr gut an den nicht ganz einfachen Ort angepasst. Jetzt sind wir bei dem Thema Burger. Ihr seid ja schon länger mit dabei. Einer der ersten, wo Burger auch neu interpretiert hat mit dem Hefti.
Ist das Konzept, das langsam auf das Abstellgleis kommt, oder hat das noch Potenzial? Also ich glaube, wir kommen sicher jetzt irgendwann mal in eine Phase hinein, wo es einen Verdrängungsmarkt wird geben. Das freut uns auch, weil wir glauben da die beste Qualität und die bieten wir definitiv auch. Also wenn man gerade den Vergleich macht, muss man natürlich aufpassen, dass man Gleiches mit Gleichem vergleicht. Unsere Burgers haben 170 Gramm den Standardburger. Man kann es natürlich auch als Double Quarter Pounder haben. Die Qualität ist auch absolut die beste. Wir haben Schweizer Tier, wir haben Mutterkuhhaltung. Also wir schauen da wirklich hindurch, was da alles mitspielt, ganz genau an. Und wollen unseren Kunden wirklich einfach das beste Produkt geben. Weil der Kunde merkt nachher, neben dem Geschmack, natürlich erst nachdem er es gegessen hat, ob er einen guten Burger gegessen hat. Und ich glaube, es ist schon so, wir sind die Ersten auf dem Platz Zürich, wo der High-End-Burger, eigentlich einen qualitativ hochwertigen Burger, nach Zürich gebracht hat. Und das ist sicher ein bisschen ein Vorteil, wo wir darauf aufbauen können. Und da haben wir auch eine gewisse Fan-Community können aufbauen. Was fehlt so in der Schweizer Gastronomie-Szene noch? Oder was habt ihr für Location, wo ihr seht, wo noch das richtige Konzept fehlt? Was würde euch noch reizen? Man sagt, es wäre so mein Traum, sowas noch zu realisieren in einer gewissen Liegenschaft. Also zuerst einmal müsste man Gesetze ein bisschen anpassen, dass man ein bisschen frechere Konzepte ein bisschen einfacher machen kann. Es sind grosse Herausforderungen rein auf der planerischen Seite, glaube ich. Aber wenn man so, was es noch gibt, also ich denke, tolle Objekte, weiss es nicht. Ja, es gibt vielfältige gute Objekte. Uns interessieren häufig auch die Problemfälle. Ja. Das können denkmalgeschützte Objekte sein, das können schwierige Quartiere sein, wo man wieder beleben kann, wo vielleicht einmal belebt waren, aber dann wieder nicht. Das interessiert uns sehr, also ein bisschen aus einer städteplanerischen Sicht. Also ein bisschen die Problemlöser für Immobilienbesitzer, da seid ihr dann der richtige Ansprechpartner. Das ist sicher etwas, was wir gerne machen. Wir sind vom Bester Swiss Gastro. Bester Swiss Gastro ist sicher bekannt bei euch. Du hast gesagt, ihr habt schon mal mit dem Betrieb mitgemacht. Wir hoffen natürlich ganz fest, dass das neue Hefty Diner am Urania auch mit dabei sein wird. Der Anmeldeschluss ist 30. April. Ihr habt uns hier begrüßt. Wir würden uns dann gern am Award in Zürich begrüßen. Können wir mit eurer Teilnahme rechnen? Wir werden uns das sicher jetzt im Nachgang zu dieser Eröffnung sehr genau überlegen und fänden es eine ganz tolle Sache. Ja, vielen Dank. Also dann vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank. Toi, toi, toi. Super. Danke vielmals, merci. Wie wir also gehört haben, stehen die beiden auf richtige Herausforderungen. Ihr neuestes Lokal dürfte definitiv eine sein. Mit ihrem Hefty Diner kochen sie quasi in einer Betonwüste im Parkhaus Urania in Zürich. Ob das klappt, das haben wir an der Eröffnung etwas genauer unter die Lupe genommen. Die Burger machen definitiv was her. Aber serviert wird hier inmitten einer kleinen Betonwüste. Das Helveti Diner liegt direkt am Zürcher Parkhaus Urania. Hier stellt sich sicherlich die Frage nach der richtigen Wahl der Location. Ich finde es etwas vom Wichtigsten eigentlich, wo du deine Restaurant aufmachst. Und der Poldi hat mir einmal angerufen, ob ich das toll finde da. Ich hätte jetzt den Mut nie gehabt, das muss ich ganz ehrlich sagen, es braucht einen wahnsinnigen Mut, so etwas zu machen. Aber wenn ich das jetzt anschaue, und ich bin heute Morgen um 9 Uhr schon mal da gewesen, um das anzuschauen, ich finde es richtig scharf und ich könnte mir das wirklich gut vorstellen, weil da in der Umgebung fehlt so etwas. Und das ist so gestört, dass es gerade wieder super gut ist, eben mit dem komischen da rundum, alles nur irgendwelche Autos und Zeug und so. Nein, ich könnte mir das schon noch vorstellen, dass das richtig abgeht. Die beiden Chefs mögen die Herausforderung. Und die dürfte hier definitiv gegeben sein. Kann das für ein Gastro-Konzept funktionieren? Das kann definitiv funktionieren für das Gastro-Konzept. Ja, da bin ich sogar überzeugt davon. Ich denke gerade immer mehr, die spezielleren Locations mitten im Beton rein, auch eben nicht unbedingt an einer besten Lage, zwar schon beste Lage, aber halt nicht an einer Bellevue oder irgendwie an einer Limacé und so, die können sehr gut funktionieren. Mal, ich glaube, man muss einfach umso mehr Professionalität, umso mehr Persönlichkeit in ein Restaurant, Bar, Club reinbringen, dass es funktionieren tut. Und das Netzwerk ist sicher sehr wichtig am Anfang. Eine gute Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ich kann mich erinnern, es hat mal ein Internetcafé da gehabt. Ich bin selber froh, dass es natürlich jetzt etwas Refarbiges hat. Ich kann mir vorstellen, dass Sie mit dem Namen sicher etwas bewirken an dieser Stelle da. Die Eröffnung lockt viele Interessierte an.
Das liegt sicherlich auch am guten Netzwerk der beiden Inhaber. Aber ein ungewöhnliches Konzept an einem ungewöhnlichen Ort, das macht neugierig. Ich finde es sehr erfrischend, oder, dass wir das alles haben, dass es ein Parkhaus ist, dass es mitten von der Straße ist. Finde ich sehr erfrischend, dass man gutes Essen kriegt und dass man vorbeischauen kann. Und dass die großen Fenster finde ich auch sehr, sehr cool und die ganze Tageslicht kommt rein. Also ich finde es super. Das ist eine super Idee. Das Konzept und die ungewöhnliche Location. Beides erntet viel Vorschusslorbeeren bei den Branchenkennern. Lockt einem das alles kommt. Absolut. Also auf den ersten Blick vielleicht weniger, aber wenn man reingeht, überzeugt es total. Oder? Und die Jungs von der We Are Content haben es im Griff. Und sie schaffen es auch in unmöglichen Locations etwas zu machen, wo man Freude hat, wo man nicht gerne reinkommt. Und mein Burger ist einfach in aller Munde. Die Experten haben als passendes Konzept zu der Lage ein Diner gewählt. Milkshakes, Premium-Burger, American Way of Life. Braucht es nochmal ein Burgerlokal? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die nicht auf Qualität setzen, werden dann auch mal mit der Zeit wieder wegsterben. Aber ich glaube, so Sachen wie hier verhebend. Und ich glaube, sie haben bewiesen, dass die letzten Jahre, dass sie einen verdammt guten Burger machen können. Ich bin jetzt eigentlich nicht ein Burger-Liebhaber, aber mir gefällt der Burger, weil er sehr saftig ist und doch der Geschmack richtig übertragen wird. Also ich werde den sicher wieder probieren, wenn es einmal läuft. Ja. Ob es dann wirklich läuft? Die Zeit wird es zeigen. Sicher ist, Burgerfans mit einem Flair für das Ungewöhnliche haben jetzt eine neue Anlaufstelle in der Zürcher Innenstadt. Und wer weiß, vielleicht beschäftigt sich ja schon bald einer von den 40 Juroren vom Best of Swiss Gastro mit dem Dossier vom Restaurant Healthy Diner. Die Jury tagt übrigens in diesem Jahr zum ersten Mal am 17. Mai. Ganz frisch als Jurymitglied mit dabei ist der André Jäger, der nach eigenen Angaben das Pensionärsdasein so richtig geniesst. Es geht mir hervorragend und ich habe mich daran gewöhnt, jetzt an mein neues Leben. Und es bekommt mir sehr, sehr gut. Ich habe einen gewissen Trab gefunden. Und der einzige Unterschied natürlich ist heute, dass die Leute nicht mehr zu mir kommen, sondern dass ich zu den Leuten muss gehen. Also ich bin relativ viel unterwegs, viel auf der Straße, aber ich habe wunderbare Geschichten gehabt, zum Beispiel 100 Jahre BMW habe ich das Bankett machen. Ich war im Kempinski in St. Moritz für eine Woche. Ich war jetzt gerade 5 Tage im Chedi und durfte dort eine Woche kochen. Und das ist wirklich wunderschön. Und Sie haben so gerne Zeit, dass Sie in der Jury vom Best of Swiss Gastro walten. Was hat Sie bewogen, dort mitzumachen? Ich finde Best of Swiss Gastro eine ausgezeichnete Plattform und es tut unserem Land so gut. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber man muss immer etwas machen. Ich habe über 60 Lehrlinge ausgebildet in meiner Karriere. Und ich höre nämlich, wie Leute reklamieren oder jammern, dass sie sagen, wir haben keinen Nachwuchs, es gibt keine guten Köche mehr, es ist alles so schwierig. Aber wie soll es gute Köche geben, wenn man keine ausbildet? Meine Frage war immer, wenn jemand jammert, tun der Lehrling ausbilden? Ja, nein, nicht. Außerdem müsst ihr auch nicht jammern, man muss etwas machen. Und ich finde, dass Best of Swiss Gastro auch so eine Plattform, die die Leute motiviert. Und es ist sehr positiv, es ist nicht elitär, das finde ich ganz, ganz wichtig und es gibt jedem eine Chance. Jetzt, wo der Herr Jäger Zeit zum Vergügeln hätte, könnte er ja ein Buch schreiben. So wie sein Jurykollege, der Branchenkolumnist Adrian Stalder, der seit Anfang an in der Fachjury vom Best of Swiss Gastro dabei ist. Stalders 50 Kolumnen aus der Hotelwelt, so ist der Name von seinem Buch. Ich lese Ihnen eine kurze Passage vor. Die 7 Websünden.
Es gibt tatsächlich noch Restaurants in der Schweiz, die nicht über eine Website verfügen. Diese Wirte haben nicht verstanden, dass der Kunde heute mehr Zeit für den digitalen Konsum aufbringt als für den Blick in den TV-Bildschirm. Stichwort digitaler Konsum. Wir sind 24 Stunden digital für Sie da. Wenn Sie etwas zeigen oder Anregungen für uns haben, wir sehen uns wieder in 2 Wochen. Ich freue mich auf Sie und auf Wiedersehen miteinander.